Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zu 1300. Rohstoff Tages- und gleichzeitig vorgezogene Wochenendausgabe der Formationstäter. Es ist Donnerstag, 15. Juni 2017, Freunde. Ich habe das gerade in einer anderen Sektion gesagt. Ich fange an, mir langsam Sorgen um Gold und Silber zu machen. Deswegen bleiben Sie dran. Wir fangen mit den Energiewerten an und gucken uns dann die Edelmetalle an. Und die Energiewerte gestern mit zakatumhaften minus 3,7%. Und falls Sie regelmäßig diese Ausgaben verfolgen, ich sage Ihnen schon die ganze Zeit, Leute, Brent und Crude sehen schwach aus. Bei Brent Ziele $40 durchaus wahrscheinlich, wäre aber sehr aggressiv, es zu traden. Ich habe Ihnen zuletzt gesagt, die Zone um $44, diese hier wird immer wahrscheinlicher und wir sind nicht mehr weit davon entfernt, diese Zone auch absolut zu aktivieren. Ich hätte Ihnen sogar zuletzt gesagt, wenn man es aggressiv traden will, der Pullback hat die Wahrscheinlichkeit, bereits hier nach unten durchzugehen. Zeige ich Ihnen gleich. Bevor wir uns den Chart angucken, Freunde, wenn man sich Brent und Crude anguckt, COT-Daten, Kleinanleger bullisch, immer bullischer, deckt sich auch mit den E-Mails, die ich jeden Tag bekomme. Herr Dr. Esnaschari, ich habe gelesen, Brent bildet einen Boden, übersehen Sie vielleicht etwas? Nächste E-Mail. Hallo Herr Dr. Esnaschari, die OPEC hat doch jetzt die Drosselung verlängert. Wenn sich das jetzt fortsetzt, wenn das alle Länder dann übernommen haben und Land X und Y hat sich auch nicht so gut daran gehalten, dann wird es doch zu einer Verknappung kommen. Und deswegen glaube ich, dass Brent und Crude steigen sollten. Wie sehen Sie das? Nächste E-Mail. Hallo Herr Dr. Esnaschari, es gibt doch jetzt die Krise im Nahen Osten. Das sollte doch eigentlich dem Ölpreis helfen und dass er steigen sollte. Okay, nächste E-Mail. Herr Dr. Esnaschari, mein Gefühl sagt mir, dass Brent und Crude demnächst wieder steigen sollten. Wie sehen Sie das? Leute, was macht ihr da? Was macht ihr da? Ihr wollt irgendeinen Grund, um diesen Markt zu kaufen. Ihr habt es die ganze Zeit auf der Short-Seite verpasst. Ich habe das ja alles selbst gemacht, deswegen kenne ich das so gut. Ihr habt diese Möglichkeit verpasst und diese Möglichkeit und diese Möglichkeit. Ich habe es euch immer wieder gesagt. Hier waren wir Short, hier waren wir Short, hier waren wir Short. Ihr habt gestern wieder neue Short-Positionen aufgebaut. Und das haben sie alles nicht getradet. Und das, was unsere Psyche mit uns macht, ist, ah, verdammt, das kann doch nicht sein, dass er immer weiterfällt und ich nicht dabei bin. Also muss er steigen, also kaufe ich ihn. Und er sieht ja schon wieder so billig aus. Jetzt, ihr wisst, ich trade ja nur mein System, ich trade ja nur das, was ich sehe und nicht das, was ich denke. Aber selbst wenn ich mich jetzt auf eure Argumente einlassen würde, was hat denn der Markt gemacht, als die Krise im Nahen Osten angefangen hat? Der Markt hat so gemacht, langweilig, ist weitergefallen. Was ist denn passiert, als die OPEC die Verlängerung beschlossen hat? Ist mit Volumen gefallen. Es gibt schlichtweg ein Überangebot. Und das sieht man auch gerade im Chart. Und Freunde, ich habe es euch zuletzt gezeigt. Ich meine, ihr könnt euch entweder an Fakten halten, die wir definitiv sehen, oder ihr könnt Liebe, Glaube, Hoffnung traden. Schaut mal. Ausverkauf, Volumen. Ausverkauf in einem Abwärtstrend. Volumen. Ausverkauf, Volumen. Gestern Ausverkauf. Was ist das USO ETF des Crude, also WTI? Gehandelt an der New York Stock Exchange, ein absteigendes Dreieck, was jetzt bärisch aufgelöst worden ist. Wahrscheinlichkeit der Fortsetzung deutlich größer. Wahrscheinlichkeit aber auch größer, hier gibt es eine Linie, der Markt bleibt hier nochmal hängen, macht einen Pullback und dann kommt die nächste Welle. Es gibt ein Überangebot und das sieht man im Chart. Wir gehen nochmal zurück zu Brent selbst. Brent hat, habe ich Ihnen gezeigt, eine aufsteigende Trendlinie im Wochenchart bärisch aufgelöst. Hier. Dann wie gesagt, das ist jetzt sehr spekulativ, das zu shorten. Falls wir diese Unterstützungszone bärisch auflösen sollten, dann haben wir das Potenzial, zumindest in Richtung 44 zu laufen. Übergeordnete Ziele in Richtung 40 ebenfalls möglich. So, was macht der Markt? Der Markt fällt gestern mit mehr Volumen. Das Volumen können Sie hier noch nicht gebrauchen. Und geht genau hier an diese Zone. So. Pullback wäre in Anführungszeichen, was jetzt den Brent-Chart angeht, die aggressive Variante 48 um Richtung 44 zu traden, noch einfacher mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, falls der Markt hier 2-3 Tage nur konsolidieren würde und dann eine Fortsetzung in Richtung 44. Sieht wahrscheinlicher aus auf der bärischen Seite. Erst muss sich der Charakter des Charts ändern und wenn der Charakter des Charts sich ändert, dann erkennt man es. Ich zeige euch was.
Guck mal, Leute. Und jetzt bleibt mal bitte bei mir. Guck mal, in dieser ganzen Phase, als Brent ausverkauft worden ist, Leute, die Menschen haben mich auf der Straße angesprochen, ob man denn nicht wieder in Öl investieren könnte. Und hier hat mich dann keiner mehr gefragt. Und ja, die Tatsache, dass wir gewartet haben, bis der Markt hier eine Trendumkehr gebildet hat, sehen Sie das hier, hat dazu geführt, dass wir insgesamt 20% dem Markt geschenkt haben, bevor wir unsere erste bullische Position eingegangen sind. Aber was hatten wir denn hier? Einen nicht perfekten Doppelboden. Hier war übrigens Volumen, als wir durchgegangen sind. Dann ist er wieder an die Nackenlinie zurück. Dann haben wir gesagt, okay, wunderbar. Jetzt können wir was auf der bullischen Seite traden. Ich persönlich habe das in die 200-Tage-Linie getradet und bin dann rausgeflogen. Meine Trading-Partner haben das sogar weiter getradet in Richtung 58. So. War im Chart. Und das hier im Chart steht drin, mehr bärisch. Warum tradet man jetzt nochmal Bauchgefühl, Meinung und so weiter und so fort? Weil man es nicht lesen kann. Weil man kein System an der Hand hat. Weil man sich selbst und seinen eigenen Fertigkeiten nicht trauen kann. Also muss man sich auf andere verlassen. Wenn man sich auf andere verlässt, ist man verlassen. Und ich will Sie dazu motivieren, in sich selbst zu investieren, damit Sie sich auf sich selbst verlassen können. Denn schauen Sie, wenn Sie sich auf jemand anderen verlassen und es passiert das, was er sagt, ist ja alles gut. Nur wenn dann nichts passiert, was er sagt, sind Sie darauf gar nicht vorbereitet. Ist ja auch gar nicht Ihr Setup. Sie wissen gar nicht, was Sie machen sollen. Da sind Sie sich selbst und Ihren Emotionen überlassen. Und dann fängt man an, gegen den Markt zu kämpfen. Long story short, das hier ist mehr bärisch. Sowohl bei Brent als auch bei Crude. Eine Konsolidierung hat das Potenzial, eine Fortsetzung zu machen. Bei Brent in Richtung 44. Kann auch direkt durchfallen. Aggressive Variante ist, im Falle eines Pullbacks in Richtung 48, nächste Short-Möglichkeit. Und was die fundamentalen Daten angeht, Freunde, im Grunde genommen müsste die OPEC die Ölproduktion signifikant sofort drosseln, damit es in irgendeiner Art und Weise diesem Chart helfen kann. Aktuell deutlich mehr bärisch. Was Gold und Silber angeht, wenn ich mir so angucke, der DAX stand jetzt minus 0,8%. Der S&P 500 Future minus 0,6%. Der Nasdaq Future minus 1%. Okay, ich glaube weniger, habe das gerade in der vorherigen Ausgabe gesagt, ich glaube, es hat weniger etwas mit der FED-Entscheidung zu tun, als mit diesem Gerücht, dass Herr Mueller, also der Sonderermittler, gegen Herrn Trump jetzt ermittelt. Aber was macht denn Gold? Minus 0,36%. Was macht denn Silber? Minus 0,6%. Was ist denn jetzt hier mit dem sicheren Hafen? Ist der gar nicht gefragt? Der sichere Hafen war jetzt auch nicht gefragt und ist auch nicht gefragt mit der Nahostkrise. Gar nicht. Interessiert den Goldpreis nicht. Und wenn ich mir dann noch angucke, was gestern passiert ist, Silber war ja zwischenzeitlich plus 3%. Hat mich überhaupt nicht gejuckt, denn der Markt ist hier in eine Widerstandszone reingelaufen. Mit der 1720, mit der 20-Tage-Linie, mit der 50-Tage-Linie im Wochenchart, mit der 20-Wochen-Linie als potenziell und darüber noch die 200-Wochen-Linie. Und dann ist er 3% im Plus und kriegt sofort einen auf den Kopf und wird ausverkauft. Noch heute Morgen überhaupt keine Stärke. Überhaupt keine Stärke. Dazu gestern diese Bewegung, wenn man sich Silber-ETF anschaut, SLV, also offene Lücke und dann mit Zakatomski wird das Ding abverkauft. Und Volumen, nicht schön. Ist es denn nur bei Silber? Was ist denn bei Gold? Auch mit mehr Volumen ausverkauft worden. Schauen Sie sich das mal an. Die Frage ist, wo schließen wir per Wochenschlusskurs? Nur, diese Indizien, Gold nicht gefragt, Silber nicht gefragt, obwohl es Gründe geben könnte, obwohl die Indizes ein bisschen unter Druck geraten, obwohl es Nachrichten gibt, helfen dem Goldpreis nicht. Der Dollar wird gerade stärker, Edelmetalle geraten unter Druck. Wenn wir jetzt zurückkommen zum Silberchart selbst,
Ich nehme mal die Linien weg. Schaut mal, Leute. Das ist kein Trend. Das ist einfach kein Trend. Ein Hoch, ein Tief, ein tieferes Hoch, ein höheres Tief, ein tieferes Hoch. Das ist kein Trend. Ich will hier nicht in irgendeine Richtung jetzt aggressiv traden. Was ich nur sehe, ist nicht stark. Und nur weil der Silberpreis jetzt nicht stark ist, bedeutet es nicht, dass er nicht noch, auch noch nächste Woche schwach sein muss. Oder dass er übernächste Woche schwach sein muss. Bedeutet nicht, dass er fallen muss. Ich sehe das nur und denke mir, okay, also mein System gibt mir hier gerade nichts, was ich machen kann. Was ist meine Stärke? Ich will die billigen Dinger traden. Okay, ich sehe hier gerade keinen billigen Trade. Okay, ich sehe keinen Trend und deswegen will ich gerade nichts anfassen. Das, was der Markt gerade macht, gibt ein bisschen mehr Wahrscheinlichkeit gerade, dass die Edelmetalle unter Druck geraten könnten. Ich habe keine Formation, ich habe kein Setup, ich gucke es mir das weiterhin an. Ich will aber nicht voreilig irgendwas darauf wetten, dass er jetzt steigt oder dass er jetzt fällt. Das muss der Markt entscheiden. Was ich auf jeden Fall sehe, ist das hier. Warten Sie mal, diesen Trendkanal nehme ich mal kurz weg. Ich nehme das alles mal kurz weg. Ich sehe das hier. Ich sehe hier eine solche Bewegung. Ich sehe, dass alle gleitenden Durchschnitte zusammenkommen. Sowohl im Tag als auch in der Woche. Der Markt scheint irgendetwas Größeres vorzuhaben. Wie lange jetzt diese trendlose Phase anhält, weiß ich nicht. Das, was die letzten Tage passiert ist, dieser deutliche Ausverkauf, was wir gestern gesehen haben, nachdem der Silberpreis 3% nach oben gegangen ist, dass es mit Volumen ausverkauft worden ist und dass jetzt auch heute Morgen der Silberpreis nach wie vor schwach bleibt, legt mich nicht ein. Wenn ich mir Platin anschaue, heute minus 2,5% stand jetzt. Gestern die bullische Bewegung gemacht, jetzt gerade diese Gegenbewegung. Auch hier, verzeihen Sie bitte, ist ja kein richtiger übergeordneter Trend da. Der Markt läuft ja seitwärts zwischen dieser 890er Zone und da oben hin die 980. Was ich aber auch sehe ist, 890 Bounce, über 1000. Okay, kommt wieder zurück, Bounce. Schafft es nicht mehr an die 1000. Jetzt läuft er seitwärts. Wenn er jetzt wieder hier hinkommt und wieder einen kleinen Bounce macht, dann größere Wahrscheinlichkeit, dass er sogar hier hingeht. Das, was gerade Platin über den Stundenchart macht, ja, mit dem Bruch der 920, glaube ich, größere Wahrscheinlichkeit wieder in Richtung 900. Das ist aber ein ganz kurzfristiger Trade. Ich frage mich, ob diese Unterstützung fallen wird. Wenn ja, dann Ziele hier in Richtung der Mehrjahrestiefs im Bereich von 835. Scheint wahrscheinlicher, ist aber noch nicht so weit. In aller Ruhe muss man sich das angucken. Wenn ich mir Gold anschaue, dann kann ich nur sagen, wie gut, dass wir Setups traden. Wie gut, dass wir es immer gleich machen. Falls Sie nicht regelmäßig unsere Ausgaben schauen, Freunde, was war denn bei Gold? Wir haben hier eine Long-Position aufgebaut und wir haben die zweite Long-Position hier aufgebaut. Und hier sind wir rausgeflogen. Weil wir unseren Stop enger gemacht haben. Weil wir gesagt haben, der Markt läuft in eine übergeordnete Widerstandszone. Wir haben auch gesagt, ja, lauf weiter. Wir passen nur unseren Stop an. Wenn du weiterläufst, sind wir dabei. Aber wir haben nicht zu viel Vertrauen. Gucken Sie, was passiert wäre. Wir wären jetzt wahrscheinlich auf Break-Even mit den beiden Positionen. Der Markt hat übergeordnet keinen Trend. Wir haben Unterstützungen mit dieser blauen aufsteigenden Linie potenziell. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung im Bereich von 1243. Wir haben die 200-Tage-Linie um die 1235. Wir haben in dieser Zone auch die 200-Wochen-Linie. Was ich interessant finde, ist diese flache Linie. Diese flache Linie. Also falls die bärisch aufgegeben werden sollte, dann größere Wahrscheinlichkeit. Ich weiß, wir sind weit davon weg, aber vorher sehe ich kein Setup. Stand jetzt sehe ich kein Setup vorher. 1200 und möglicherweise sogar 11.160. Erst oberhalb dieser ganzen Widerstandszone, erst oberhalb der 1320, 40, hat der Markt das Potenzial, diese Seitwärtsphase bullisch aufgelöst zu haben. Hier kratze ich mich am Kopf, rümpfe die Nase und sage, liebe Edelmetalle. Und Freunde, ja, ich würde mir wünschen, dass die Edelmetalle steigen. Hab eine langfristige Investition drin. Wenn die Edelmetalle steigen, haben wir mehr Zuschauer. Wenn die Edelmetalle fallen, haben wir weniger Zuschauer. Nützt nichts.
wir müssen uns den Chart angucken. Es mehren sich die Zeichen einer potenziellen Schwäche, ist aber noch nicht entschieden. Deswegen warte ich das in aller Ruhe ab. Und wenn ich dann einen billigen Trade sehe, dann trade ich das. Und wenn ich keinen billigen Trade sehe und der Markt steigt ohne mich oder der Markt fällt ohne mich, dann erinnere ich mich daran, warum ich hier eigentlich sitze. Nicht, weil ich bei jeder Bewegung dabei sein will. Nicht, weil ich mein Ego befriedigen will. Ich habe es vorher gewusst. Ich habe es vorher gesagt. Ich wusste es doch. Nicht, weil ich Angst habe, dass irgendetwas ohne mich passiert. Sondern weil ich große Lust habe, sauber zu traden. Weil ich große Lust habe, meine Setups gegen den Markt anlaufen zu lassen und dann gegen den Markt oder meine größere Wahrscheinlichkeit mit dem Markt, so muss ich jetzt sagen, ich will nicht gegen den Markt sein, meine größere Wahrscheinlichkeit mit dem Markt dann auch zu sehen, dass es passiert. In diesem Sinne, ich gucke zu, ich gehe ins verlängerte Wochenende und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Die nächste Ausgabe zu Gold, zu Silber, zu Crude, zu Brent, zu Gas und wie die alle heißen, gibt es dann wieder am Dienstag. Bitte denken Sie dran. Und Freunde, ich wünsche euch, dass alle eure Trades, alle in die gewünschten Richtungen laufen, aber noch viel, 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 viel mehr. Wünsche ich euch, wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationsdata doch bitte gewogen.